Willkommen zurück zu FIFA 19 und unserem Karrieremodus. Ich bin der Jahre 85, ihr seid bei Knalltüten Gaming und wenn ich gerade richtig was gesehen habe, steht hier da in den News RB Leipzig, der neue Held. Und das sind wir. Kann man das irgendwie anklicken? Vereins News. Der neue Held, das sind wir. Sehr schön. Sag mal so, wo sie recht haben, haben sie recht. Aber wir tun erstmal direkt weitermachen. Mein Pro, was steht da? Werner ist zurück. Oh, das ist nicht so gut. Also es ist zwar irgendwo schön gut, aber es ist nicht so gut. Das könnte für uns natürlich bedeuten, dass wir nicht im Spiel eingesetzt werden. So, wir gehen erstmal ganz normal zum Training und tun jetzt mal neue Übungen hinzufügen. Temposchüsse machen wir heute mal. Dann, was haben wir denn dann noch? Ein Eimer-Rennduell, das machen wir auch mal mit dazu. Das klingt auch gut. So, in der Verteidigung. Pässe abfangen, das können wir mal tun. Wir können... Schuss haben wir schon, passen. Leicht. Ne, wir können jetzt einfach mal Pässe ins Minitor machen, genau. Und als jetzt, als Standards. Haben wir... Was haben wir denn da zur Verfügung? Gar nichts. Ach, haben wir wohl schon. Tja, irgendwie ändert sich da nichts. Wir können hier nichts nehmen. Trotzdem mal durch. Ach ja. Durch die Lücke hätten wir noch Flankenszenarios und unterdeckte Flanken. Wir machen Flankenszenarios. Und damit tun wir das Training auch schon starten. Wir simulieren nichts. Wir spielen es wirklich selber jetzt. So. Und machen Temposchüsse. Bin doch wirklich schnell jetzt. Der Schuss ging daneben. Wieder hier durch. So. Direkt ein Schuss. Dort hält. Wieder zurück. Der Torwart hält schon wieder. Der Torwart hält alles. Ich weiß nicht, warum das in der Kategorie schwer fällt. Weil es wirklich schwer fällt. Wir haben den Ball holen. Wir schießen. Und der Torwart hält schon wieder. Wir haben zum Glück genug Zeit. Eieiei, was ist denn hier noch los? Das Tor wird einfach nicht getroffen. Oh. Schuss. Flacher Schuss. So knapp steht er da. Der Schuss kommt. Und wieder hält der Torwart. Wir sind fast im ganz grün. Obwohl wir nicht ein Tor geschossen haben. Aber ich glaube, er geht haptisch um die Schüsse. Gut gemacht. Wir schießen mal direkt. So, und der letzte Schuss. Wäre gut, wenn er sitzt. Er sitzt. Und wir haben eine A-Wertung. Trotzdem. Wunderbar. Nächste Einheit. Weiter geht's. Eimer-Rennduell. Mit einem Heber. Achso. Oh, das war einfach mal so ausgetrickst. Sehr schön. Ich muss jetzt mal kurz gucken, wie wir hier vorbeikommen. Wir rennen immer genau in den Spieler rein. Sind jetzt drinne. Und machen einen Heber. In den Eimer. Sehr gut. Das ist ja der Sinn. Das Eimer-Duells. Wir sind vorbei. Und wieder. Ab in den Eimer. Oh, nee, nicht in den Eimer. Direkt daneben. Oh, gekonnt. Ball verloren. Egal. Spezialbewegung R. Der macht aber keine Spezialbewegung mit R. Tja, wir haben eine D-Wertung. Wir probieren es einfach nochmal. Jetzt wissen wir ja, um was es geht. Lauf. Er macht da keine Spezialbewegung. Also, wir drücken mal drauf. Ne, da passiert auch nichts. Wir verlieren einfach nur den Ball. Das ist keine Übung, die unbedingt für uns geeignet ist. Der macht auch keine Spezialbewegung. Trotzdem sind wir jetzt erstmal einmal vorbeigekommen. Und hauen den Ball in den Eimer. Tja, auf dem engen Platz hier, an dem Spiel vorbeizurennen. Jetzt klärt er immer und immer wieder. Eine F-Wertung. Ja, einmal probieren wir es noch. Wenn das wirklich weiterhin mies bleibt, dann sollte man das einfach mal ein anderes Mal nochmal üben. Wir müssten für den Spieler irgendwie abschirmen. Ja, gut vorbeigerannt. Und ab in den Top.
Oh, eine Toilette auch noch vorbei. Warum pfeift er denn jetzt? Faul! Das ist nicht unser Ding. Nächste Einheit. Wir haben halt F. Ist nicht so schlimm. Jetzt machen wir auf jeden Fall erstmal Pässe abfangen. In dem viereckigen oder rechteckigen Karree sollen wir jetzt Bälle abfangen. Abgefangen. So, das war nicht so dolle. Passt mal. Tja, das gibt's doch nicht. Also, wir müssen hier in dem Spielraum bleiben. Ball abgefangen. Ball abgefangen. Ball abgefangen. Und es wird eine A-Wertung. Sehr schön. Wenigstens hier wieder eine A-Wertung. Und jetzt müssten noch die Flanken. Nee, Quatsch. Mini-Pässe. Okay. Ins Tor. Der geht jetzt ins Tor rein. Genau. Okay, also ein bisschen hin und her passen. So, oh, der war nicht so dolle. Gut, gewusst wie. Au, das Arme. Genau durch. Oh, und der Ball landet gerade noch so im Tor. Eine B-Leistung, das reicht. Und Flankenszenarios. Müssen wir die Flanken machen oder dürfen wir annehmen? Also wir müssen beides machen. Okay, los geht's. Flankenszenarios. Der Ball kommt weit. Oh, der kam sogar an. Ja, Flanken, wissen wir, ich weiß schon, warum die das jetzt so von uns wollen. Damit wir einfach gut werden. Oh, der war zu nah ins Tor. Eieiei. Der kommt gut. Super. Der war gut gemacht. Oh, der war nicht so gut. Ball kommt gut. Super Schuss. Super Tor. Klasse gemacht. Ui. Wieder ein hoher Ball. Vorbei. Na toll. Der muss, glaube ich, noch ein bisschen wachsen. So wie der. Und der Ball geht rein. Zwei Chancen haben wir noch. Der Hoffnung, was zu erreichen. Nee, mit dem auf jeden Fall nicht. Eieiei, eine C-Wertung. Nee, das können wir nochmal versuchen. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Guter Fallrückzieher. Gab zumindest ein paar Punkte. Oh. Nee, der war nicht so gut. Und. Ah. Was war denn das für eine Flanke? Jetzt noch eine. Ja, der war doch ganz gut. Nicht getroffen. Verdammt. Auch nicht getroffen. Tja. Ja, der war sehr hoch. Sehr gut. So wie die. Sehr weit. Getroffen. Es war sonst wohin geflogen, der Ball. Aber egal. Der Ball kommt wieder. Zum Flugkopfball angesetzt. Eieiei, was machen die denn jetzt hier? Die Flanke kommt. Verteidigt. Super gemacht. Eine C-Wertung. Das ist in Ordnung. Wir wollen es ja nicht die ganze Zeit im Training aufhalten. Es gibt trotzdem Bewertungspunkte. Und das sehr positiv. So. Und weiter geht's. Wir spielen jetzt als nächstes. Wir werden es gleich sehen. Simulation läuft. So. Simulation läuft. Immer noch gegen Mainz, wie es aussieht. Wir sind auf Platz 5 in der Tabelle. Und spielen gegen Mainz. Stehen sogar in der Startformation. Weil wir halt eine gute Leistung bringen. Auch wenn das Training immer durchschnittlich läuft. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt haben wir natürlich Weiß-Rot gegen Rot-Weiß. Sehr schön.
Na gut, wir werden versuchen zu erkennen, was zu erkennen ist. Noch ein Schuss. Nix da. So. Also, wir sind die mit den weißen Trikots. Ist die Musik ja doch an. Die hab ich da ausgeschaltet. Egal, wir spielen von links nach rechts. Und Mainz von rechts nach links, dementsprechend. Der Ball, der kommt zu uns. Ein guter Pass. Ein Schuss. Oh. Aber gut rausgespielt. Sehr schön. Ecke. Die Ecke kommt. Nichts passiert. Der Ball kommt sehr hoch rein. Wir schießen direkt. Der Ball wurde nur abgefälscht. Nichts passiert. So. Weiter geht's. Der war fies weggehauen. Der war ganz fies. Und wieder was. Leimer. Wird irgendwann noch gesperrt, wenn das so weitergeht. Okay. Zur Not auswechseln. So. Kopfball. Ein Fehlkopfball, wenn man so schön sagen will. Und Mainz im Angriff. Sehr gut. Wir im Angriff. Und wird es das Tor? Nein! Ganz knapp daneben. Schade, schade, schade. Ein guter Angriff. Wir momentan die dominierende Mannschaft. Nach 12 Minuten. So, weiter geht's. Mainz im Angriff. Das war nicht so toll von Mainz. Gut für uns. Und das war aber auch nicht gut von uns. Durch einen Fehlpass. Oh, Gott sei Dank. Nicht ins Tor. Und hoch. Der Ball kommt. Gemächlich. Und wir tun verteidigen. Auch gemächlich. Ein super Laufpass. Das wäre ja super. Ein direkter Schuss. Au. Schade. Unser Kevin verschießt. Wir haben trotzdem gute Punkte bekommen. Und müssen jetzt erstmal wieder zu uns selber finden, wollte ich sagen. Was jetzt? Freistoß? Komischerweise sieht man die Fouls irgendwie nie. Ich weiß nicht, ob das wirklich Fouls waren. Super Kopfball. Super Laufpass von uns. Ein Schuss und die Ecke. Forsberg war's. Die Ecke kommt rein. Aber nichts Gefährliches passiert. Und wieder ein Freistoß, eine Flanke. Oh, guter Kopfball. Wir wachsen gerade über uns hinaus. Wir sind auf einmal 2 Meter groß. Der Ball geht weit nach vorne. Und bei uns. In die Hälfte. Wieder zurück. Ein direkter langer Ball. Oh, schade. Leider ist der nicht angekommen. Das Passspiel läuft. Der Schuss von uns erfolgt, aber leider standen mindestens 7 Millionen Gegner im Weg. Sehr gut. Direkte Flanke. Da hinten steht wirklich einer. Kopfball. Tor. 1:0. Wunderbar. Wir haben zwar mit dem Ball nichts zu tun, haben trotzdem eine Wertung von 8,0. Und Emil Forsberg erzielt per Kopf, wie so oft, das 1:0. In der 36. Minute. Direkt geflankt. Und ganz hinten steht Emil Forsberg. Emil Kopfberg, ja. Emil Forsberg und köpft ins Paradies. Weiter geht's. Anstoß Mainz 05. So.
So, gut gekämpft. Ball ist im Aus. Einwurf 4. Direkte Flanke. Und der Torwart hat gehalten. So, der Ball geht wieder zurück. Und Mainz greift an. Gut geschaut, gut gekämpft vom Abwehrspieler. So. Ein guter langer Ball. Aber dann ist der Ball doch verloren gegangen. Jetzt ist doch jeden Moment Halbzeit. Deswegen noch mal ein Schüsschen und Halbzeit beginnt. Unsere Fans wie immer aus Mäuschen. Frankfurt spielt im anderen Spiel gegen Leverkusen. So, die Halbzeit ist beendet. Wir starten direkt und spielen jetzt natürlich von rechts nach links. Und los geht's, so richtig. Oh, ja, 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 ja. Der Torwart hat bei uns heute ziemlich oft den Ball. Oh. Das ist ein Abstößen, aber auch nicht verwunderlich. Das war nicht goldig. Und den Ball hätte er locker haben können. Aber er hat ihn bloß abtropfen lassen. Das war nicht so dolle. Oh, was war denn das? Ausgerutscht oder wie? Oh. Mainz hat wahrscheinlich wirklich eine Infusion bekommen vom Trainer. Das heißt, jetzt. Wo sind wir eigentlich? Sind wir ausgewechselt worden in der Halbzeit? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Aber sieht ganz so aus. Na gut, dann ist es eben so. Die Flanke. Oh, schade. Ein Kampf. Oh, jetzt Mainz fängt jetzt an zu spielen langsam. Und es wird als Foul gewertet. Kurios. So. Wir sitzen schon auf der Bank. Offensichtlich, denn unser Stern sehe ich nicht mehr. Was war denn das? Wie geht denn das? Es steht 1:1. Warum macht unsere Abwehr da gar nichts? Die standen ja alle da, haben zugeguckt. Das gibt's nicht. Das müssen wir uns doch mal angucken. Ein Freistoß. Der Kopfball kommt. Über den Torwart. Tor. Perfekt. Wie aus dem Lehrbuch. Das heißt, wir müssen wieder weiterkämpfen. Oh jo. Ein gutes rausgespieltes Bällchen. Die Flanke. Und leider steht da niemand so richtig gut, um den Ball anzunehmen. Einwurf Mainz. Ein guter Ball. Noch ein besserer Ball. Gleich hin und her und keiner weiß, was passiert. Jetzt ist der Ball erstmal weg. So. Wechseln. Einwurf wir. Und der Ball ist aus. Toll. Relativ mies gemacht. Das ist relativ richtig mies. Spielzug beginnt. Der Schuss. Au. Oh, strammer Schuss. Aber leider nicht ins Tor. Gut gemacht. Schnell ausgeführte Ecke. Nichts passiert. Ein hoher Ball. Aber der Torwart ist natürlich zur Stelle. Hier ist was los. Warum geht da keiner hin? Den Ball verloren oder wollten die den nicht oder was war jetzt? Mainz spielt jetzt mal richtig groß auf. So. Ein guter langer Ball. Ein hoher Ball. Oh, was war denn das für ein Winkel? Ah.
Er hätte den Ball ruhig in die Mitte spielen können. Aber nein. Immer alles spektakulär machen. Direkter Schuss, aber es wird vorher Foul gepfiffen. Oh, und das für Mainz. 80. Minute. Jan wird aus Versehen einen verletzt. Passiert. Freistoß. Oh, gut ausgetrickst. Da hat er einen langen Weg. Oh, der stand eigentlich was abseits, fand ich. Und Gott sei Dank, nichts passiert. Super gesehen. Nochmal ein super Angriff. Kurz zum Ende des Spiels. Eine Flanke. Frei auf Forsberg. Aber nein. Daneben. Daneben. Leider Gottes. Wird es das nächste 1:1? Das werden wir gleich sehen. Denn gleich ist das Spiel vorbei. Die Mainzer geben sich noch nicht geschlagen. Wir uns aber auch nicht. Oh, schade, schade, schade. Da war ein Fuß dazwischen. Schiri wird jeden Moment abpfeifen. Und das hat er jetzt auch getan. 1:1, auch in diesem Spiel. Kurios. Wahrscheinlich, weil wir zur Halbzeit ausgewechselt wurden. Da ist nichts mehr passiert. Tja. Aber lieber 1:1 als verlieren. Leverkusen hat in Frankfurt 1:0 gewonnen. Und wir gucken gleich mal auf die Tabelle. Auf der Tabelle sieht es so aus. Wir sind auf Platz 5 nach wie vor. Die Bayern führen. Danach Hoffenheim, Leverkusen und Stuttgart. Ans Tabellenende können wir ja mal gucken. Ans Tabellenende Freiburg, Düsseldorf und 1. FC Nürnberg. Tja, das nächste Spiel, ich sehe es schon, ist wahrscheinlich das Spitzenspiel gegen die Bayern. Aber das seht ihr natürlich erst in der nächsten Folge von FIFA 19. Macht's gut, euer Jaro, 85. Fortsetzung der durchgeknallten Knalltüten folgt, sobald eine neue Folge verfügbar ist. Bitte warten. Und so.